Servus, liebe Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Leon Elektronik mit einem neuen Video für euch. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht's gut. Bei mir soweit, naja, ihr könnt's euch ja denken. Und auf das Thema geht dieses Video heute hinaus. Folgendes möchte ich heute bekannt geben und mir tut es leid für all diese Menschen, die es immer gut mit mir gemeint haben und die sich immer gefreut haben, wenn ein neues Video von mir kam. Ich werde euch leider verkünden, ich werde, und zwar sollten diese ganzen Mehlwürmer, Franktreiber und weitere Trollkommandos da draußen weiterhin mich weiterhin belästigen und zwar und versuchen, mich weiter herunterzuwirtschaften und meinen Ruf weiter zu schädigen. Und ich werde aber in dieser Zwischenzeit, habe ich auch schon erfahren, dass dieser Fremdtreiber und auch diese ganzen Trollkommandos bei sämtlichen Veranstaltern und Musikanten über 70 E-Mails an diese Menschen gesendet haben. Immer mit der gleichen Mail, Proton-Mail, so und so. Und da davor irgendein Name, aber immer Proton-Mail, 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 Proton-Mail. Immer das Gleiche. Woher ich das weiß, ich habe Einblick bekommen. Es gibt und zwar halt doch noch eine treue Seele, der zuerst sagt: Ey, pass auf, das muss ich dem Leon zeigen, da stimmt was nicht. Und der hat sich mit mir in Kontakt gesetzt und hat mich das mal lesen lassen und den habe ich das mal sogar auch gezeigt, was dieser Fremdtreiber und was diese Telegram-Gruppen über mich losgelassen haben. Und er hat selber gesagt, er wird mich jetzt zwar als Musikant, und zwar wird er mich damit unterstützen, und zwar, dass er zwar diesen gefährlichen Mehlwürmern, Franktreiber und anderen Idioten endgültig denen das Licht ausgemacht wird. Und zwar für immer. Ne? So schaut es aus. Aber auch und zwar aus der Schaustellerbranche gibt es jemanden, der mich da gewaltig unterstützt und der den Treiber und die anderen Mehlwürmer da draußen und zwar denen noch und zwar ebenfalls und zwar den Gashahn und das Licht an- und ausdreht. Aber wer war das mit den flackernden Lichtern? Genau. Ja, weil es da noch Menschen gibt, die den Mut haben, und zwar mal sagen, pass auf, da muss ich mir mit Leon Rücksprache halten. Da stimmt was nicht. So. Okay. Nicht vom Mond. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? So, das ist Punkt Nummer 1. So. Ich werde aber in dieser Zwischenzeit, und zwar mit den Menschen, die bis jetzt noch keinen Kontakt mit mir aufgenommen haben, die aber auch E-Mails von den Trollkommandos und von anderen Spaden wie Franktreiber das bekommen haben, ich werde mich mit diesen Menschen, mit denen ich jahrelangen Kontakt gepflegt habe und ein gutes Verhältnis aufgebaut habe, und zwar ich werde mich mit diesen Menschen zusammensetzen und denen mal vor Augen führen, was das alles für Mehlwürmer da draußen eigentlich sind. Und worauf die eigentlich hinaus wollen. Nämlich einen und zwar sein letztes Hab und Gut nehmen. Weil ihnen einem das Gesicht nicht passt, weil ihnen einem das Aussehen nicht passt und so weiter und so weiter. Weil du so hässlich bist. Ja, ich werde dieses ganze Zeug und zwar, was ich schon gesammelt habe vom Frank Treiber, was ich alles beweisen kann, dass er ein Verbrecher ist und dass er die Zündschnur angezündet hat und sagen, dass alles da um die Ohren fliegt und dass ich mich aufregen muss. Er hat den Stein ins Rollen gebracht und da habe ich und zwar die ganzen Beweise dafür. Und die Beweise dafür, was und zwar diese Mehlwürmer, die anderen Mehlwürmer da draußen, die da meinen, die müssen und zwar mit mir da oder Trollkommandos, wie man sie nennt, die da meinen, die können mit mir. Ich werde diese Personen, Frank Treiber und diese ganzen Mehlwürmer, Trollkommandos, wie wir sie nennen, die werde ich noch ans Messer liefern. Ich werde da, wo sie ihre E-Mails hingeschickt haben, mich umhören
Und dann werde ich jetzt mal bei diesen Menschen jetzt mal zeigen, was die überhaupt loslassen. Und wie scheißegal denen und zwar mal denen ihr Beruf ist. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Und wie scheißegal es denen ist und zwar positive Werbung zu machen. Dass denen und zwar mit diese Arbeit, was die danach gehen und zwar, dass es einen Frank Treiber und den Mehlwürmern und Rollkommandos da draußen schön nur egal ist und zwar und als abartigen Rotz bezeichnen. Das werde ich jetzt zusammen vorlegen und zwar, denn und zwar, jetzt schlag ich zurück. So, um meine Ehre auch hier wieder herzustellen. Definitiv nein. Frank Treiber hat meinen Ruf geschädigt, auch diese Trollkommandos, und es wird von Tag zu Tag immer schlimmer. Sie nehmen ja kein Ende. Und das alles nur, weil die deutsche Justiz hier nichts unternimmt. Es ist leider so. Das ist mal wieder typisch für Deutschland und zwar, keiner unternimmt was. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, das ist das Problem. Ne? Und erst wenn es hart auf hart kommt, dass es dann erst und zwar mit Schlägerei aufeinander zugeht, dann schreiten sie ein. Und das ist eine Frechheit, man muss jetzt schon aufwachen. So. Und ich habe mir jetzt Folgendes vorgenommen. Ich werde dieses Jahr 2024 noch kämpfen. Bis zum Ende des Jahres. Sollte ich weiterhin fertig gemacht werden, und die deutsche Justiz sich nicht einschalten und auch der YouTube-Support gegen diese Mehlwürmer wie Frank Treiber und anderen nichts unternimmt. Ja? Und sogar auch mein Anwalt dann an seine Grenzen stößt. Dann werde ich Ende des Jahres, 31.12.2024, meinen YouTube-Kanal Leon Elektronik für immer beenden.